Hallo für die, die jetzt schon dabei sind. Die Anfangssequenz mache ich auch getrennt jetzt. Also ich schmeiße jetzt nicht ganz weg. Ich mache da wohl eine eigene Playlist draus für die Anfangssequenz, für die Leute, die die gut finden und gerne mitmachen wollen. Es gibt ein paar, keine tausend, aber wenn es nur ein Mensch ist, der diese Anfangssequenz mit mir zeitverzögert über YouTube machen will, super, dann habe ich ja schon was Sinnvolles gemacht. Und zumindest für die Leute, die auf Udemy den Kurs auch gemacht haben, die können dann immer wieder gucken, wie das dann zumindest bei mir real aussieht. Ich fände es noch schöner, wenn es Leute gäbe, die das mitmachen vor der Kamera. Aber das gibt es sehr selten nur. Leider. Anfangssequenz zu sich kommen. Machen wir jetzt. Auf geht's. Ui, mal das hier hin. Also für die, das neu ist, richtig weich werden, mit dem Arme schlenkern lassen. Also wirklich fallen, nur heben und fallen lassen. Einfach den Impuls vom wieder hochkommen fallen lassen. Könnt ihr weitermachen? Ne? Für mich ist das ein bisschen zu grob, aber am Anfang, die ersten 3 Jahre oder sowas, da braucht ihr eben heftigere Inputs. Also heftigere, dollere Eingangssignale, um dann langsam feiner in der Wahrnehmung zu werden. Je nachdem, wenn ihr schon seit Ewigkeiten Yoga oder sowas macht, dann habt ihr das schon verfeinert. Oder wenn ihr in Meditation öfter auf euren Körper achtet und all sowas und da schon ein Stück weiter seid, dann habt ihr da quasi schon Vorarbeit geleistet. Aber dann achtet, also ich schüttel jetzt schon auf der Stelle, also Waden geben den Impuls, gleichmäßiges Gewicht verteilt auf den Fußsohlen und alles andere spüren, wie locker das ist. Aber es ist wirklich so, dass man auch da ins Gleichgewicht kommen muss. Also wenn man jetzt in Meditation den Körper kennengelernt hat, ist alleine dieses Schütteln auf der Stelle schon mal komplett was anderes. Das hat auch viel damit zu tun, dass man halt allseitig sich ausbildet. Also sowohl körperlich allseitig, weil im Sitzen ist halt eine andere Position als schüttelnd auf der Stelle. Muss man kennenlernen. Aber geistig auch. Also sitzend auf dem Kissen kommt man sehr weit, sehr tief. Dieses nehme ich quasi auch als geistige Übung. Um festzustellen, was für Hindernisse sind jetzt in Bezug auf diese Übung zum Beispiel jetzt im Weg. Geistkonstrukte, alte Geschichten, die verortet sind im Körper. Also Anspannungen, die mit Erlebnissen zusammenhängen und die ständig aufrechterhalten werden und so. Also deswegen das ist kein Witz, die ersten 10 Jahre ist wirklich locker werden. Also zumindest hier. Ja. Wirklich die Anspannungen kennenlernen und loslassen. Ja. Gar nicht mehr anspannen, um loszulassen. Naja, das könnt ihr am Anfang machen, aber es geht hier wirklich auf der Wiese. Wir zusammen stellen fest, wo etwas sich selber anspannt, vielleicht auch muss, um diese Form aufrechtzuerhalten, aufrecht stehen zum Beispiel, ein bisschen rütteln. Ist interessant, welche Muskeln brauche ich dazu, aber eigentlich welche brauche ich nicht. Ja, das ist viel wichtiger. Und es ist klar, dass wenn ich das dann 10 Jahre lang mache, werde ich immer geschulter in der Eigenwahrnehmung des Körpers, auch des Geistes. Ja. Und werde lockerer. Und wenn ich lockerer bin, habe ich weniger Verspannung, dann geht es einfacher. Dann lerne ich auch irgendwann den Blutfluss kennen und so. Das klingt am Anfang vielleicht sogar etwas merkwürdig und erzeugt Ablehnung.
Aber Verspannungen feststellen und die entspannen, das ist, glaube ich, einleuchtend. Qi wecken. Wie in den vorhergehenden Videos gesagt, einatmen. Na, die Verbindung zum Himmel klingt so merkwürdig. Das hat was damit zu tun, dass wir uns nicht anstrengen, um den Rücken zu strecken, sondern eher feststellen, wie fühlt sich das an, wenn der von selber gestreckt ist. Zum Himmel. Ne? Wie fühlt sich das an, wenn ich frei atmen kann? Und das dann zu memorieren. Also das ist so ein Körpergefühlskonglomerat, kann man das nennen. Weil wir hier mehr mit unterbewussten Bewegungs- und Denkmustern zu tun haben. Auch die Muskeln sind, die daran beteiligt sind, sind nicht direkt steuerbar. Und deswegen hat das auch auf den Alltag positive Wirkung. Und ich weiß, so fühlt sich ein entspannt aufgerichteter Rücken an, kann ich freier atmen. Und so beim Ausatmen jetzt fühlt sich Stabilität ein bisschen mehr an, aber flexible Stabilität. So kann ich nach unten entspannen. Einatmen kann ich nach oben entspannen. Wenn ich das länger mache, entsteht mein inneres Lächeln. Ist wirklich so. Und das haben wir jetzt 9 Minuten gemacht, noch nicht mal. Ich habe ja noch 2 Minuten oder sowas rein erzählt. Das heißt also in 7 Minuten, 6, 7 Minuten, wenn ihr das öfter macht, zum inneren Lächeln. Also der Körper ist, soweit es jetzt im Moment geht, entspannt, aufgerichtet. Ich kann frei atmen, mein Geist ist ein bisschen ruhiger geworden und ich kann lächeln auch von selber. Mensch, wenn ihr das lernt und das dann nach dem Mittagessen auf der Arbeit schafft und morgens, dann wird euer Leben einfacher, dann könnt ihr noch mehr lächeln, wirklich. Und wenn ich euch das vermittelt habt und ihr wirklich sowas spürt und merkt, ja, das hilft mir, das wäre mein Ziel. Ja, das ist mein Nummer-1-Ziel. Das ist das, was ich rausgefunden habe, was mir geholfen hat, ich euch so einfach wie möglich vermitteln kann und auf das es euch hilft. Das ist wirklich, das ist mein Nummer-1-Ziel. Und für manche ist das nichts, ist normal. Bis eben waren es irgendwie 14,7, 15 Grad oder sowas. Jetzt kommt die Sonne raus, jetzt ist wieder viel zu warm. Ganz so lang in eurem, also ihr könnt auch gerne weitermachen, also ihr müsst jetzt das anschließende Baum stehen oder Baum umarmen nicht mitmachen, dann macht das Qi-Wecken weiter. Ja.
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Echt ein Wolkenloch. Schultern locker. Wenn es geht, lass die Arme schweben. Das ist eine der wenigen Übungen, wo es wirklich sinnvoll ist, wenn ihr jemanden anders habt, der die Handgelenke unterstützt, dass ihr das komplett mal abgeben könnt, das Gewicht der Arme, und dann langsam übernehmen. Das muss man im Laufe der Jahre auch ein paar Mal machen. Ich überlege immer, ob ich das sagen soll mit den Jahren. Es kann demotivierend sein, aber das ist ein Prozess. Also wir sind hier nicht auf dem Weg zum "Ich kann das jetzt" weiter, sondern es ist eine Übungspraxis, zu der man sich vielleicht entscheidet, für einen Zeitraum, den ihr euch selber gebt, oder eben bis zum Ende diesen Lebens, Anfang nächsten Lebens, eigentlich eher Letzteres. Weil dann kann man auch lockerer mit sich umgehen. Ja, habe ich heute nicht gelernt, lerne ich morgen, lerne ich nächste Woche, lerne ich nächstes Leben, ist egal. Ja. Intention ist da, fertig. Also so eine Übungshaltung zu entwickeln, ist, glaube ich, viel wichtiger als irgendeine äußere Form. Hier entspannt zu werden, merken, der Körper, dem geht es langsam besser, der Geist kommt zur Ruhe, und dass die Belohnung, das innere Lächeln, ist wichtig. Ja. Man das erlebt, tut mir gut, Stimmung hebt sich, dann habe ich auch Spaß daran, das nochmal zu machen. Wenn ich das hier nur quasi stehen wie ein Pfosten mache, aushalte, dann wird es schwer, mich davon zu überzeugen, das nächste Mal nochmal vorbeizukommen. Ist logisch. Einatmen, zum Himmel entspannen, ausatmen, Verspannung nach unten rieseln lassen. So lange. Na, noch drei Atemzüge, ganz, ganz, ganz langsame. Dann schon zur Grundstellung und unsere merkwürdige Frage ins Nichts ohne Antwort: Wie fühle ich mich jetzt?
Wunderbar. Eine Anfangssequenz. Okay. Dann muss ich jetzt einsammeln, nicht für den.